Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, aber wisst ihr was? Sie auch nicht. Flex Doku hat ein neues Video. Magie, Dämonen und Technologie. Ist das echte Magie? Was hat Albert Einstein mit Magie zu tun? Ist das interessant? Was sind diese gelben Punkte, Freunde, immer? Diese gelben Punkte, was heißt das? Was sind diese gelben Punkte immer? Okay. It sounds fantastic, yet there is chilling evidence gathered by doctors and psychiatrists and published in respected medical journals that magic does work. So there's a lot of magic going on. Und wenn einer glaubt nur an Gott, kann ihm keine Magie schaden. Und der Talmud sagt, dass es gibt Magie, die kann wirklich die Welt, die Natur ändern. Und es gibt Magie, das ist nur so Augentäuschen. There is a whole world that we can't see that acts on people. A supernatural world, it's acting on us all the time for good and bad. Every society has thought this before ours. Puh, also Magie, ne? Zauberei, schwarze Magie, dies, das. Ich finde, man muss das erstmal definieren, bevor man sagt, ja, nein oder so. Definier mir erstmal Magie. Was ist für dich Magie? Was ist für dich schwarze Magie? Was ist dieser Hokuspokus? Dann kann man erstmal, finde ich, drüber reden. Bevor du die Dinge nicht definiert hast, wird es sehr, 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 sehr schwierig. Lasst uns einen Magietrick anschauen, der sowohl im Alten Testament als auch im Koran erwähnt wird und bis heute verwendet wird. Magie wird in allen großen Glaubensbüchern erwähnt. Die bekannteste Geschichte ist die von Moses und den Magiern des Pharaos, die sowohl im Alten Testament als auch im Koran zu finden ist. Das Buch Exodus berichtet, wie Gott Moses beauftragt, das israelitische Volk aus der ägyptischen Sklaverei zu befreien. Das israelische Volk aus der ägyptischen Sklaverei zu befreien, okay. Moses und sein Bruder Aaron treten vor den Pharao und fordern die Freilassung der Israeliten, um ihre göttliche Vollmacht... Ah, okay, das ist diese Geschichte, wo Moses quasi mit den Israeliten flieht und das Meer teilt, ne? Ist das nicht diese Geschichte? Und dann laufen die durch dieses geteilte Meer und sobald die Ägypter oder wer auch immer da hinterherkommen, schließt sich das Meer wieder und sie ertrinken oder so, ne? War das nicht irgendwie so? Macht zu beweisen, verwandelt Aaron einen Stab in eine Schlange. Der Pharao ruft daraufhin seine Magier, die dasselbe vollbringen. Der Unterschied war, was Moses und Aaron gemacht haben, war ein Wunder. Was die Magier gemacht haben, war Magie. Im Koran wird die Geschichte von Moses ebenfalls erwähnt, nur da wird geschrieben, dass er den Stock geworfen hat und nicht Aaron. Die Magier, vertraut mit dieser Art von Magie, erkennen sofort, dass das, was Moses gemacht hat, keine Magie war. Der Trick, den die Pharaonenmagier vorgeführt haben, wird bis heute noch gemacht. Oder zumindest so ein ähnlicher Trick. Wie? Okay. Ja, Moses würde diese Show lieben. Oder was meinst du, Sandra? Er würde das mit Sicherheit nicht lieben. Wie macht man das, Alter? Leute, hier sehen wir mal wieder ein Beispiel, wie sehr Blasphemie eine Rolle in der Magie spielt. Der Schauspieler Christopher Lee, bekannt durch seine Rollen in 007, Star Wars und Herr der Ringe, hat bereits vor einer langen Zeit mitgeteilt, dass echte Magie ohne Blasphemie nicht möglich ist. Und das sieht man auch immer wieder bei den Tricks. Die verschiedenen Zeremonien, die der Priester, in diesem Fall ich selbst, und die Mitglieder seiner Gruppe oder des Kongreifs durchgeführt werden, sind lästernde Zeremonien, völlig lästernd und völlig profan. Es ist unabdingbar, dass sie sakrilegisch und blasphemisch sind, um ihre Wirksamkeit zu entfalten. Das gerade Gesagte könnte uns vielleicht erklären, was die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele zu bedeuten hatte. Kurz gesagt, die Olympischen Spiele sind... Flex Doku ist richtig im Ding, ne? Er ist richtig im Film, ne? Der hat doch immer so Hip-Hop-Sachen gemacht, oder nicht? Aber der ist tiefer drin, als wir alle denken. Und ein heidnisches, religiöses Fest, das eigentlich zu Ehren von Zeus... Ich sag euch, so viele Leute sind so in diesen Themen drin, die zeigen das nur nicht öffentlich. Ich schwör's euch, unglaublich viele. Von Menschen, wo ihr nie gedacht habt, dass sie da sich überhaupt mit befassen. ...ist abgehalten wurde. Also ein Götzendienst. Für diese Leute wäre es nichts Außergewöhnliches, wenn diese Blasphemie der Eröffnungszeremonie irgendwas mit Magie zu tun hatte. Interessanterweise werden immer die gleichen Tricks aufgeführt. Die häufigsten Tricks sind zum Beispiel Levitation. Ob es nun die ganze Person ist, die schwebt. Ey, lieber Illmatic, ich habe jetzt schon in mehreren Streams öfter gelesen, wie du in den Chat schreibst, dass du alles weißt und lustig ist, wie wir hier schreiben. Ist auch nicht böse gemeint. Jetzt hast du wieder geschrieben, ich habe das alles schon durchgespielt. Hast du nicht mal Bock, in einen Talk zu kommen, Bruder? Und uns alle mal aufzuklären, weil so langsam machst du mich neugierig mit dieses immer im Chat schreiben, ich weiß das und dies und das. Sollen wir? Hast du Bock, mal da reinzugehen? Dankeschön. Geil.
Ich bin gespannt, was du alles so weißt und was du durchgespielt hast. Wirklich. Also ich meine das wirklich ernst, ne? Nicht um dich jetzt irgendwie hier zu verpönen, um Gottes Willen, sondern ich meine das wirklich ernst. Weil ich habe jetzt beobachtet, dass du das öfter reingeschrieben hast. Deswegen würden wir uns gerne mal anhören, was jemand von sich gibt, der das durchgespielt hat und das alles weiß, was abgeht. Die Wahrheit kennt und so. Das würde mich mal sehr interessieren. Vielleicht können wir jetzt im Anschluss nach dem Video reingehen, wenn du Lust hast. Oder nur ein Gegenstand. Mann, das sind doch irgendwelche Dingstricks, diese Zaubershow-Tricks, oder nicht? Diese Levitation wird auch von Mönchen, Schamanen und indischen Yogis aufgeführt. Es gibt eine interessante Aufnahme. Glaubt ihr, das ist echt, diese Aufnahme? Das sind doch diese Zaubertricks, oder nicht? Diese Show, diese... Der ein Magier, ein Mönch, in einem Mönchenkloster besucht, um eine Levitation zu beobachten. Vor der Vorführung betonte der Mönch, dass seine Fähigkeiten nichts mit Magie zu tun haben. Er will es sozusagen als Selbstbeherrschung oder Wunder verkaufen. In Wirklichkeit aber sind die Techniken identisch. Your magic is fantastic, but we're not the same the Buddhist meditations. Yes, I understand. How is he doing that? Are you guys seeing this? Aber wie macht er das denn? Nein, im Ernst, wie macht er das denn mit diesem Schweben zum Beispiel? Was ist der Trick? Diese Tricks werden auf der ganzen Welt vorgeführt. Und das nicht, weil jeder den gleichen Betrug kennt. Was ist das denn, Alter? Sag mal ehrlich, wie geht das? Also der Trick, meine ich. Wie geht der Trick? Es gibt sogar ein deutsches Kamerateam, das mal zu einem Schaman geflogen ist, um diese Praxis zu beobachten. Sie konnten keine Manipulation feststellen. Es gibt keine versteckten... Was laberst du, Bruder? ...Schützen oder Rollen, die zu sehen sind. Trotzdem schreibt Ovaku tatsächlich vom Boden und es scheint, als wäre er auf einem Luftkissen schwebend. Der deutsche Kommentator kann seinen Augen nicht glauben. Es besteht kein Zweifel, dass dies ein Trick oder eine Illusion ist. Und er ist absolut überzeugt, dass er Zeuge eines wunderbaren Ereignisses ist und dass der Film unbestreitbaren Beweis dafür ist, dass Levitation tatsächlich möglich ist. Ey, vielleicht habe ich auch keine Ahnung, aber alle meine Sinne, alle mein Verstand, alles sagt, Bruder, wie denn? Weil ich habe keinen logischen... Ich weiß, nicht alles ist logisch erklärbar, wie die Seele oder sowas zum Beispiel, ne? Oder das Leben. Aber guck mal, wir unterliegen ja physikalischen Gesetzen, Schwerkraft. Und wie soll das denn möglich sein, Bruder? Jetzt mal ehrlich, gibt's eine Erklärung dazu? Gibt's irgendwas, wo man sagen kann, ja, so, ich weiß es nicht, Alter. Leute, das heißt natürlich nicht, dass jeder, der Kartentricks macht oder Sachen zum Schweben bringt, Rituale macht, um Dämonen zu beschwören. Schwierig. Es gibt Leute, bei denen sind alles nur Tricks und Bildbearbeitung. Aber es gibt Leute, auch wenn es schwer zu glauben ist, bei denen alles echte schwarze Magie ist. Bevor wir zu noch einem Glob... Was ist das für ein Bild? Dieses Bild erinnert mich an jemanden, der wurde so von vielen Leuten beschrieben, in gewissen Towern. Sorry. Was soll ich machen, Alter? ...üblicheren Tricks kommen. Lasst uns kurz auf eine Geschichte des Propheten... Ich habe gesehen, der PA hat den einen Promoplan vorgeschlagen. Habt ihr das gesehen? Er meinte, wir nennen das... Er soll sich als Künstler einfach Ziege nennen. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall sein erstes Single-Cover. Ich will mich nicht über ihn lustig machen, sondern nur auf die Situation bezogen. Wäre das auf jeden Fall, wenn dann das erste Single-Cover oder Album-Cover würde ich das nehmen. Ich höre, er soll das machen. Er kann damit... Ich höre, das kann irgendwie funktionieren. Jetzt mal wirklich. Für ihn Salomos eingehen. Damit ihr den Trick, den ich euch zeigen will, besser versteht. Kurz erwähnt, ja. Bei König Salomo war nichts Magie. Mehr zu dem Thema in dem ersten Link in der Beschreibung. In der Geschichte des alten Jemen, dem damaligen Saba, gab es ein Volk, das die Sonne anbetete. Der Prophet Salomo forderte sie auf, diese Praxis aufzugeben und stattdessen dem wahren Gott Abrahams an. Ey, gibt es jemand bei uns oder gibt es Leute bei uns, die der Meinung sind, dass so etwas möglich ist oder dass es real ist, so zu schweben oder zu levidieren? Das würde mich mal interessieren. Zum Beispiel der Bruder mit den, was sind das, japanische, chinesische Zeichen, sagt ja, definitiv. Wo einige sagen ja. Okay. Bankster sagt auch ja. Okay. Also wenn Bankster ja sagt, dann kriege ich Gänsehaut. Saiyajin-mäßig. Ich würde nicht Saiyajin-mäßig sagen, aber trollt ihr mich gerade? Ich habe für mich selbst mal recherchiert und bin darauf gekommen, dass schwarze Magie so funktioniert, dass die Djinns die Fähigkeit haben, Materie in Energie umzuwandeln und dann wieder zurück in Materie umwandeln können. Das können sie wohl, weil sie ebenfalls die Fähigkeit haben, sich in Lichtgeschwindigkeit zu bewegen. Puh. Ich habe einfach keine Ahnung davon, Leute. Wisst ihr, wenn man einfach keine Ahnung von etwas hat oder noch keine Berührungspunkte hat, dann kann man sich das halt schwierig vorstellen. Ist einfach so. Ich weiß nicht, Puh, schwierig. ...anzubeten. Als die Königin von Saba eine Invasion befürchtete, machte sie sich auf den Weg zum Propheten Salomo. Ich finde das auch so lustig, wenn ich manchmal so
mit gewissen Leuten spreche und ich dann bei einigen Sachen einfach nicht mitgehe, ja, dann sagen die immer so, wie? So, als wäre das jetzt voll schlimm, dass ich gewisse Dinge nicht glaube. Die sagen, ja, aber du glaubst auch das. Als müsste ich alles glauben, was verrückt oder was nicht anerkannt ist. Als wäre ich so irgendwie verpflichtet, alles zu glauben. Wie kommt man überhaupt darauf? Einige Menschen sind echt ein bisschen komisch, Alter. Das glaubst du, aber das glaubst du nicht. Was hat das denn damit zu tun, Alter? Naja, egal. König Salomo, der von ihrer Ankunft erfuhr, hatte zu diesem Zeitpunkt bereits seine Armee versammelt, die aus Menschen, Tieren und Dämonen bestand. Er wandte sich an seine Armee und fragte, wer von euch kann mir ihren Thron bringen, bevor sie in Ergebenheit zu mir kommt? Ein mächtiger Ifrit, einer der stärksten Arten von Dämonen im Islam, meldete sich und sagte, ich bringe ihn dir, bevor du dich von deiner Stelle erhebst. Ich bin wahrlich stark genug und vertrauenswürdig. Ein anderer Djinn, der Kenntnis von der Schrift hatte, meldete sich und sagte König Salomo, dass er dies noch schneller vollbringen kann. Und in einem Augenzwinkern hat er den Thron in den Palast von König Salomo gebracht. Das Unglaubliche an dieser Geschichte ist, dass Salomos Königreich in Jerusalem lag, während das Reich der Königin von Saba, auch bekannt als Queen of Sheba, sich im heutigen Jemen befand. Eine Entfernung von ca. 3000 Kilometer. Dieser Dämon brachte den Thron in der Geschwindigkeit eines Augenzwinkerns. In unserer heutigen Zeit würden wir das wahrscheinlich als Teleportation bezeichnen. Wie geil er einfach Dragon Ball einblendet, sehr sympathisch. Es gibt bis heute noch Zaubertricks, bei denen Menschen angebliche Teleportation vollbringen können. Natürlich kann man behaupten, dass alles nur Show ist. Doch wenn man tiefer an diese Themen reinschaut, stellt man fest, dass ähnliche Phänomene in verschiedenen Kulturen über Jahrtausende hinweg berichtet wurden. Und wie schon vorhin gesagt, es sind immer die gleichen Tricks, die von Magiern aufgeführt werden. Nur ein bisschen abgeändert. Zum Beispiel lässt man sich schweben oder einen Gegenstand. Oder lässt sich selber oder eine Gruppe Menschen oder Gegenstände teleportieren. Leute, ich weiß, es hört sich verrückt an. Aber gleich schauen wir uns eine Formel an, die das vielleicht erklären könnte. Schauen wir uns mal einige Tricks an. Zum Beispiel diesen hier. Guck mal, wie erklärt ihr das zum Beispiel? Also, man könnte jetzt sagen, Bildbearbeitung, ja. Oder wie erklärt man das denn sonst? Also, wie will man sich das logisch erklären? Das meine ich. Ein weiterer, noch unglaublicherer Trick ist dieser hier, der auch Teleportation heißt. Zusammengefasst, der Magier geht live, verlässt vor laufender Kamera die Bühne und geht in weit entfernte Hinterräume. Danach fordert er Jurymitglieder und Assistenten auf, die kleine Bühne von allen Seiten zu bewachen, damit er sich nicht irgendwie reinschleichen kann. Die Kamera geht für eine Sekunde aus und er steht sofort auf der Bühne. Now remember, we have people watching us from all possible angles in every direction. The circumstances are physically impossible for an illusion. On the count of three, one, two, three. Drop the curtain! Oder dieser Trick hier. Es ist genau der gleiche wie die anderen. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber okay. Zwei, nur in einer anderen Form. Hier hätte ich jetzt auch gesagt, wurde vorher aufgezeichnet und den Leuten einfach so verkauft, als wäre er gerade da. Also, ich weiß nicht. War jetzt nicht so. Macht er das mit einem Gegenstand. Er sagt noch extra dem Typen, dass er ihm die Karte nennen soll, bevor sie die Karten auf ihn streuen. Damit er weiß, welche Karte in seine Hand muss. Also will er echt jetzt diese ganzen TikTok-Videos oder diese Shows so als Referenz dafür nehmen, dass es sowas wie Magie gibt? Verstehe ich das gerade richtig, oder? Number and suit. Yeah. Good? Yeah. Margo, you're gonna spray them. Aber viele dieser Tricks sind doch schon exposed. Das ist doch nicht echt, das sind doch Tricks. Da gab es doch mal einen Magier, oder was das genau war, weiß ich nicht. Der hat doch irgendwie sich zur Aufgabe gemacht, alle Tricks zu exposen. Wisst ihr noch? Auch gerade hier mit diesen Kartentricks, mit diesen Leute verschwinden und diese Fliegen und so, David Blaine und so, wie sie alle heißen. Josie, can you say your card out loud? So no. Hold on. Yeah, say it out loud first. Don't spray. Yeah, say it out loud. Two of diamonds. Which one? Two of diamonds. Ten of diamonds? Two. Margo, spray the cards at me. Wait, so how did it happen? Hold on. So there was... Two of diamonds. Let me see if it's... Let me see. Shut up! Das Interessanteste an dieser Theorie ist, dass immer wieder Einsteins Formel E ist gleich M mal C Quadrat auftaucht. Ob es nun von islamischen Gelehrten ist, die behaupten, dass die Geschichte von Salomo diese Formel bestätigt, oder von indischen Mystikern, die behaupten, dass ihre Gurus und Yogis ebenfalls Teleportation vollbringen können und diese ebenfalls mit der Formel von Einstein in Verbindung bringen. Die Formel Einsteins besagt, dass Masse und Energie äquivalent sind und ineinander umwandelbar sind, wie zum Beispiel der Dämon es in der Geschichte Salomos gemacht hat. Er konnte den Thron der Königin, also die Masse, mit seiner Geschwindigkeit in Energie umwandeln und dann in König Salomos Palast wieder Materie umwandeln. I say Einstein's theory is proven in the story of Suleiman.
In the story of Suleiman, we learn that the jinn even has the power to transform matter into energy and to take that energy from one place to another and re-transform it back into matter. In other words, E equals mc² can be proven in its own way. In other words, what can the jinn do? The fact that Allah mentions, the fact that this was impressive, the fact that all of the jinn, only one stood up, it kinda sorta shows this is the pinnacle of what a jinn can do. This isn't your average run-of-the-mill jinn. This isn't the jinn living in Dallas or Houston or California. This is one of the most strongest jinns of the entire world, if not the strongest, telling Suleiman, I can do that. In den Überlieferungen indischer Mystiker finden sich Berichte über Levitation und Teleportation, die an die Kunststücke der Magier erinnern. Wenn wir uns mal anschauen, wie Dämonen in alten Schriften dargestellt werden, stellt man oft fest, dass diese zum Beispiel Farben wie Blau, Rot oder grün haben, wie der Genie von Aladdin. Wenn wir uns mal indische Götzen anschauen, sehen wir, dass viele von ihnen in diesen Farben, die wir vorhin besprochen haben, dargestellt werden. Leute, da wir gerade eben beim Thema Religion sind, wollte ich kurz ein paar Missverständnisse und Lügen über den Islam aufklären. Was? In der letzten Zeit häufen sich... Ich wusste gar nicht, dass Religionsunterricht hier ist. ...Behauptungen, dass Muslime und generell monotheistische Religionen angeblich den Teufel anbeten würden. Einige selbsternannte Experten sind zu dem Entschluss gekommen, dass Muslime den schwarzen Stein anbeten. Eine kurze Recherche würde jedoch zeigen, dass dies weder bei Moslems noch bei Christen oder Juden zutrifft. Zunächst einmal, der schwarze Stein ist nicht das gesamte Gebäude der Kaaba, sondern nur ein kleiner Stein, der in eine Ecke eingebaut ist. Laut islamischen Überlieferungen existiert dieser Stein seit Anbeginn der Menschheit und er war ursprünglich weiß. Das schwarze Tuch, das die Kaaba umhüllt, dient lediglich ästhetischen Zwecken. Es ist wichtig zu verstehen, dass Muslime weder den Stein noch die Kaaba anbeten. Dies dient lediglich als Orientierungspunkt für das Gebet und als Symbol der Einheit. Zu sagen, Moslems beten die Kaaba an, ist wie wenn man sagen würde, Juden beten die Klagemauer an oder Christen das Kreuz. Es stimmt einfach nicht. Interessanterweise war die erste Gebetsrichtung der Muslime Jerusalem. Es gibt unzählige Stellen im Koran, die uns das, was uns vorgeworfen wird, strengstens verbieten. Kurz erwähnt, die Verse hier werden gleich noch bei einem Trick eines Magiers eine Rolle spielen. Die Götze Baal, die mit Saturn in Verbindung gebracht wird, wird sogar explizit im Koran erwähnt. Es gab einen Gesandten, der Ilias hieß, der zu einem Volk geschickt wurde, das Baal angebetet hat und der diese aufgefordert hat, diese Praxis sein zu lassen. Auch die vermeintlichen Symbole des Islams, wie Halbmond und Pentagramm. Der Islam hat keine Symbole, weder Sterne noch Halbmonde noch sonst irgendwas. Wenn die Leute nichts mehr über den Islam sagen können, kommt natürlich immer noch eine Frage. Wie alt war Aisha? Viele Gelehrte behaupten, sie war zwischen einem Alter von 16 und 19. Leute, der Koran wurde vor ca. 1500 Jahren offenbart. Heiratsalter und Bräuche haben sich im Laufe der Geschichte stark verändert. So according to this report, the age of Aisha at the time she was given in marriage was going to be a year or two before Hijri, so she was 15 or 16 years of age. And 3 years after that, when the marriage was consummated, she was how old then? 19, 20, 18. Bro, worüber reden wir hier? Was ist passiert? Wo sind wir auf einmal? Something like that. Wenn man Anhänger des Judentums, Christentums oder Islam fragt, ob sie den gleichen Gott anbeten, den Moses angebetet hat, würden sie alle drei mit Ja antworten. Wenn man christliche... Was hat der gemacht, Bruder? Flex Doku, Bruder. ...Araber fragen würde, wie... Ich küsse dein Herz, mein Bruder. Was hast du mit uns gemacht? ...sie Gott nennen, werden sie Allah sagen. Genau wie arabische Juden. Wenn im Koran von Götzendienern geredet wird, bezieht sich das... Ich war auf meine Mutter. Ich dachte, es geht um Albert Einstein. Irgendwas mit Magie. ...in der Regel nicht auf Christen oder Juden. Dies könnte beispielsweise Gruppen um die im Wald Rituale durchführen, wie die kontroversen Zeremonien im Bohemian Grove. Auch wird hier deutlich, wie unlogisch es ist, zu behaupten, dass Muslime Antisemiten wären. Die genaue Zahl kenne ich nicht, aber es gibt mindestens 14 Propheten, die Juden waren. Der Hauptgrund, warum derzeit viele Muslime Kritik an der israelischen Regierung ausüben, ist die Besetzung palästinensischen Landes. Tschüss, Bruder, er macht alles in einem Video, ich küsse sein Herz dafür. Er bringt sogar den Konflikt noch mit rein. Würden Mexikaner, Chinesen oder Japaner das Land besetzen, würde man genauso über sie denken. Außerdem sind viele Leute, die sich als Juden ausgeben, nicht mal echte Juden, sondern konvertierte Juden oder Zionisten. Ey Leute, ich sag euch ehrlich, ich bin maximal verwirrt. Ich bin komplett verwirrt gerade. Whenever the Yehudi comes, worum geht's jetzt hier, Alter? Ich hab's nicht gecheckt. In the US, he acts as he presents the Jewish people. His goal is to drag us into his war and crimes. Bibi is an enemy of the Torah. Even in the Holy Land, our brothers has no association with the Israeli government suffer from his laws and action. Krass. We say to you again, Israel is not our country.
Crazy, man. Die Frage, die man sich bei der Kenntnis stellt, dass eigentlich alle Religionen von dem Gott Abrahams reden, ist, warum dies weder in Schulen noch irgendwo anders gelehrt wird. Viele verstehen nicht, wie die Strategie Teile und Herrsche in der Praxis funktioniert. Da mal ein Beispiel. In den meisten US-Gefängnissen gibt es Gangs, obwohl die Gefängnisleitung diese eigentlich verbieten könnte, wie man an anderen Gefängnissen sieht. Sobald ein Häftling im amerikanischen Knast eintritt, wird einer Gang zugeteilt. Entweder dem Weißen, Schwarzen, den Hispanics oder den Muslimen. Man könnte sich fragen, warum eine Haftanstalt Gangs in ihren Einrichtungen zulassen sollte. Bestimmt wird behauptet, dass man dies so und so nicht verhindern kann. Man sieht aber an anderen Beispielen, dass dies nicht der Fall ist. Wahrscheinlich ist der eigentliche Grund für die Duldung von Gangs, dass sich die Wärter und Gefängnisbesitzer so keine Sorgen um einen geplanten Aufstand machen müssen, bei dem sich alle Häftlinge verbünden, den Knast übernehmen und möglicherweise sogar ausbrechen könnten. Stattdessen werden die Spannungen zwischen Schwarzen, Weißen, Hispanics und Moslems so geschürt, dass sie sich gegenseitig bekriegen und nicht an die eigentlichen Drahtzieher rankommen. Die Häftlinge sind damit beschäftigt, ihre Reviere zu verteidigen, Kriege mit anderen Gruppen zu führen und Pläne gegeneinander zu schmieden, sodass sie nie auf den Gedanken kommen würden, ihre Streitigkeiten beiseite zu legen, sich zu verbünden und gegen das System selbst vorzugehen. Man sorgt sozusagen dafür, dass sich alle in Gruppen aufteilen und ständig Spannung zwischen diesen Gruppen existiert. Wo sind wir jetzt, Bruder? Ich feier ihn. Wisst ihr, was ich cool finde? Dass er halt so breit fächert. Okay, aber ich für mich, ich habe mich auf was eingestellt, als ich draufgeklickt habe. Ich hatte ja so eine, wie soll ich sagen, ich habe mich so drauf eingestellt, so, Albert Einstein, krass, gibt's um ihn herum irgendwas. Weißt du, wie ich meine? Auf einmal, wir sind komplett, Bruder, in andere Sphären. Jetzt sind wir auf einmal in Gefängnissen, Bruder, mit Brother Aryan Brotherhood und so. Wodurch man sicherstellen kann, dass man, solange diese Spannungen herrschen, immer die Kontrolle behält. Aber er will uns ja irgendwas sagen. Er will uns ja irgendwas sagen und der nimmt das ja immer als Beispiel. Ja. Dieses Prinzip des Teilens spielt in der Magie ebenfalls eine sehr große Rolle. Wie wir schon im letzten Video besprochen haben, sind viele Leute, die für das Lenken der Massen verantwortlich sind, tief in diese Dinge verstrickt. Ob es nun Heinrich Himmler war oder Michael Aquino. Beide waren für Propaganda und Ähnliches zuständig. So there's a lot of magic going on, right? And a lot of people are literally under what... You know, what I'm trying to say is that, because this is very, it's very difficult to understand this properly. What I'm trying to say is that there are a lot of what's happening today is in this realm. And it's very difficult for people to understand this. But when you study it, what you find is that the people that a lot of the people involved in mass control are actually heavily involved in this science. And that's what you find out. When you do the research. I don't know, Arthur C. Clarke, who said that advanced technology becomes indistinguishable from magic, was involved in magic, he was involved in numerology. It's very strange that they place... Viele von euch hatten ja mal den Wunsch, dass wir uns die Numerologie mal reinziehen. Das soll auch interessant sein, Numerologie. Oder? These satellites at 22,000 feet, because those are their numbers, 11, 22, 33. They like multiples of 11 and things like this. So I don't know. I mean, we're all trying to work this thing out, aren't we? You know, so the demonic realm is real. And there are people, unfortunately, that are actively involved in attempting to bring that realm into this realm. Er sagte, dass Menschen aktiv versuchen, die Welt der Dämonen in unsere zu bringen, indem man sozusagen ein Portal öffnet. Vorher hatten wir von indischen Mystikern gesprochen und davon, dass die Kultur ebenfalls viel mit Magie zu tun hat. Interessanterweise steht vor dem Hadron Collider in der Schweiz eine Shiva-Statue und man versucht dort angeblich, Portale in eine andere Dimension zu öffnen, indem man Partikel mit nahezu Lichtgeschwindigkeit zusammenprallen lässt. Das erinnert mich an CERN. Dazu gibt es ebenfalls eine sehr außergewöhnliche Geschichte. Bestimmt haben einige von euch gemerkt, dass die Zeit schneller vergeht. Oft wird behauptet, dass dies passiert, weil wir sozusagen in dem Alter in einem Autopilotmodus sind, da man ja nicht mehr wie ein Kind jeden Tag neue Sachen entdeckt. Vor kurzem berichten aber mehrere Nachrichtenseiten, dass sich die Welt mittlerweile messbar schneller dreht. Man muss sogar vielleicht bald Uhren zurückdrehen, damit diese nicht anfangen, falsch zu schlagen. Hier gibt es einen sehr interessanten Zufall. Vor circa 6 Jahren, bevor dies in den Schlagzeilen war, ist CERN, die Firma, die diesen Large Hadron Collider betreibt, durch eine verstörende Eröffnungszeremonie aufgefallen. So als ob man ein Theater aufgeführt hat, in dem die Geschichte war, dass man ein Portal geöffnet hat und die Dämonen aus der Unterwelt kommen. Außer den satanischen Symbolen konnte man auch eine Uhr sehen, die schneller dreht als sonst. Natürlich kann das alles ein Zufall sein. Aber viele behaupten, dass durch diese Experimente, in denen man angeblich versucht, den Urknall zu erforschen, irgendwie das Raum-Zeit-Kontinuum beeinflusst wurde und sich nun deshalb die Welt schneller dreht. Was? Vielleicht habt ihr mal was von Mandela... Okay, das ist wild. Wegen CERN, die haben da wahrscheinlich irgendwas gemacht und seitdem
dreht sich die Erde schneller und zufälligerweise soll der Erdmagnetkern die Richtung geändert haben und so. Stellt euch vor, die haben irgendwelche Experimente gemacht und einfach komplett Gleichgewicht der Erde aus der Bahn geworfen. Und die wissen, dass das irgendwann alles hier auseinanderfällt. Live-Verkehr. Dies wird ebenfalls CERN zugeschrieben. Vor kurzer Zeit hat Elon Musk ein Bild gepostet, das zeigt, dass auch er sich mit dieser Thematik beschäftigt. Zu sehen ist ein sehr antikes Gerät, das schon seit Jahrtausenden immer wieder in verschiedenen Kulturen erwähnt wird. Der Vajra oder Dorje. Es ist ein buddhistisches Ritualobjekt, das in Ritualen für schwarze Magie genutzt wird. Elon Musk ist an dem ersten Computerchip beteiligt, der in Menschen eingesetzt werden soll. Ein weiterer interessanter Zufall über die Verbindung zwischen Magie und Technologie sind Siegel, mit denen normalerweise Dämonen beschwört werden. Das hier sind die Dämonensiegel. Wenn wir uns mal die Schaltsymbole für elektronische Schaltkreise ansehen, sehen wir die Ähnlichkeiten. Das gleiche Muster findet man auch bei einigen Computer-Motherboards und Sternkonstellationen. Kurz erklärt, vielleicht kennen manche von euch das satanische Zitat As above, so below. Anscheinend kann man mit diesen Konstellationen Kräfte anzapfen oder wie manche behaupten Portale öffnen, durch die Dämonen wirken können. Wenn ihr ein separates Video über dieses Thema haben wollt, schreibt es in die Kommentare. Für Elon Musk war Arthur C. Clarke, der Mann, der vorher im Video erwähnt wurde, auch ein Begriff. Dieser Mann hat eine Dokumentationsreihe rausgebracht, in der in einer Folge mit Psychiatern und anderen Ärzten die Auswirkungen von Magie erforscht hat und festgestellt hat, dass Magie wirkt und sogar bei manchen Leuten tödlich enden kann. Zum Beispiel hat sich ein Psychiater auf diese Sachen spezialisiert und Leute, die davon betroffen waren, nach ihrem Tod obduziert. Was er feststellen konnte, ist, dass es so aussah, als ob der Körper all das Adrenalin, was im Körper gespeichert war, in kurzer Zeit ausgeschüttet hat. Adrenalin ist für mehrere Körperprozesse verantwortlich, aber dies wird in einer Paniksituation vermehrt ausgeschüttet. Wie wir schon in ein paar Videos von mir besprochen haben, geht es ja immer darum, die Leute für Dämonen aufzumachen. Diese Dämonen sorgen dann dafür, dass die Leute sich sozusagen zu Tode erschrecken. Die Leute fangen an, Gestalten zu sehen und Stimmen zu hören und drehen durch. Have some evidence which comes from post-mortems carried out in West Africa on people who died after having been cursed. The adrenal glands, which are two little glands near your kidney, produce adrenaline, which is necessary to keep your blood pressure up, a whole lot of other things in your body. Now, you get a surge of adrenaline into your bloodstream at crises, at times when you have to fight, times when you have to run away. Now, it seems that in these particular individuals, after they've been cursed, the adrenal glands were completely drained of adrenaline, as if it had all been used up in one surge. And as it was used up, the blood pressure then drops dramatically, and the person dies. Spells can bring illness and even death. And this happens not only in the East or the lands of voodoo, but throughout the world. Zuvor habe ich erwähnt, dass ein kleiner Koranvers noch bei einem Trick eines Magiers eine Rolle spielen wird. Und zwar dieser Vers hier. Gewiss, er sieht euch, er und sein Stamm, von wo ihr sie nicht seht. Mit er ist der Teufel gemeint. In diesem Vers wird von einer Ebene gesprochen, die wir Menschen nicht wahrnehmen können, die aber uns wahrnehmen kann. Was, o Kinder Adams, der Satan soll euch ja nicht der Versuchung aussetzen, wie er eure Stammeltern aus dem Paradiesgarten vertrieben hat, indem er ihnen ihre Kleidung wegnahm, um ihnen ihre Blöße zu zeigen. Gewiss, er sieht euch, er und sein Stamm, von wo ihr sie nicht seht. Gewiss, wir haben die Satane zu Schutzherren für diejenigen gemacht, die nicht glauben. Das Paralleluniversum der Dämonen sozusagen. Auf jeden Fall können Magier auf diese Ebene zugreifen. Man kann doch viel interpretieren in solche Sätze, das darf man nicht vergessen. Ich habe das schon mal in ein paar Videos erwähnt, aber es ist wichtig, um zu verstehen, wie einige Tricks funktionieren. Wie wir auf diesen Plakaten von Magiern sehen, sind fast immer Dämonen abgebildet, die oft dem Magier Dinge einflüstern. Leute, ich weiß, es hört sich verrückt an, aber es scheint so, als ob diese Dämonen unsere Gedanken wahrnehmen können, da sie sozusagen auf der gleichen Dimension wie unsere Gedanken sind. Darum fordert auch der Magier Leute immer auf, ein Wort ständig im Kopf zu wiederholen, wenn er dies erraten will. Bei diesem Trick ist das sehr deutlich zu sehen. Der Magier sagt dem Mädchen noch, dass es gerade seine Gedanken umgeändert hat. Think of a letter in that word. In the word, think of a letter. Okay. Okay, wait. So you changed. Yeah, you sorry. Went from an M to an R. Yeah, I changed it to an M. Ich denke bei solchen Videos immer, dass diese Frauen, die da im Video spielen, einfach im Video spielen, in dem Video mitmachen, dass sie da einfach mitspielen, weißt du? What was the word that you were thinking of? Numerous. Da wir gerade bei Magie und Technik sind, lasst uns doch auf eine letzte Sache eingehen. Leute, Logos haben nicht immer was zu bedeuten, aber bei Milliardenkonzernen steckt oft eine tiefe Bedeutung dahinter. Zum Beispiel das Apple-Logo. Leute, bestimmt gibt es zu dem Logo auch eine offizielle Version. Aber es gibt zu fast allen Sachen immer eine exoterische Bedeutung und eine esoterische Bedeutung. Die exoterische Bedeutung ist für die Masse und die esoterische Bedeutung kennen nur ein paar bestimmte. Ihr kennt bestimmt die Geschichte von Adam und Eva. In manchen Erzählungen wird behauptet, dass sie von dem Baum des Wissens gegessen haben. Auf jeden Fall soll das Apple-Logo
Mango symbolisieren, dass sie von der verbotenen Frucht gegessen haben und sozusagen das Wissen der Schlange besitzen. Hier gibt es auch eine sehr krasse Geschichte. Wenn ihr mal euer Handy in die Tastensperre macht oder in den Fernseher ausschaltet, den Laptop ausschaltet und in den Display schaut, sieht man fast immer einen schwarzen Spiegel. Interessanterweise wurden früher schwarze Spiegel genutzt, um mit Dämonen in Kontakt zu treten. Sie wurden das ist wild, Bruder. Das Hellsehen und schwarze Magie genutzt. Es kann natürlich alles ein Zufall sein, aber es ist schon interessant, wie jemand, der behauptet, er hätte verbotenes Wissen, eines der ersten... Handys auf den Markt bringt, das einen schwarzen Spiegel als Display hat. Man schafft es sozusagen, die Leute mit diesen schwarzen Spiegeln in einem ständigen Zauber zu halten, der sie daran hindert, ihr wahres Potenzial zu erreichen. Okay, das ist wild. Das sind so diese Theorien, die kann man so, wenn man mit den Jungs live geht, hier mit Mert, Edis und so, kannst du die raushauen, wo die sagen, oh mein Gott, Gänsehaut. Reichen, da sie ständig wie hypnotisiert sind und nur weltlich materiellen Sachen hinterherjagen. Such as Queen Elizabeth I, who employed magicians such as John Dee. It sounds weird, it sounds crazy, Black Mirror. But the greatest scientific minds of recent generations, such as Sir Isaac Newton, took magic very, very seriously. In actual fact, magic is the root of all modern science. Queen Elizabeth's royal astrologer, a man named John Dee, who is the prototype of the wizard with the long beard, the hat, and what he did was to rediscover through these ancient documents that were in the Vatican, the technology of how to access what they considered to be spiritual beings that were useful to them, but what we would consider to be demonic or evil beings. These spiritual beings, such as Baal and Moloch, which they still do ceremonies for today, such as in Bohemian Grove, there is a giant effigy, stone effigy of an owl. That's the god Moloch. The god Moloch goes all the way back to Rome and Carthage, in which they were offering child to this god in exchange for power. Ich sag euch ehrlich, was mich jetzt am meisten so interessiert und gecatcht hat, ist das mit dem schwarzen Spiegel und mit den Handys. Das muss ich mal mies recherchieren, ob was da abgeht, was da dran ist. Das fand ich jetzt wirklich interessant. Das ist etwas, was du auch so weitererzählen kannst. Das ist eine gute Geschichte. So John Dee rediscovered the technology of how to draw the magic circles, how to say the right incantations, how to actually do black magic on a governmental level. This is what people are going to have so much trouble with once disclosure happens, is that these people actually practice black magic and they are very, very good at. Ja, also Video auf jeden Fall immer, Bruder, Flex-Doku, immer geile Sachen, kann man einfach nur Liebe geben. Ich war nur bei diesem Video ein bisschen verwirrt, weil da sehr viel links nach rechts gesprungen worden ist. Aber ist ja nicht schlimm, ist ja alles gut. Also interessant war es auf jeden Fall. Was bei mir am meisten hängen geblieben ist, ist tatsächlich dieses schwarze Spiegel-Dings da, Bumster. Und dass wir alle in Handys gucken, die quasi schwarze Spiegel haben oder in Fernseher. LED-Fernseher, auch alles schwarze Spiegel-mäßig, ne?